61266. Das sind die Altersfreigaben der Zeichentrick- und Animationsfilme, die ich euch heute in diesem Video vorstellen möchte, die ihr unter keinen Umständen eure Kinder zu früh alleine anschauen lassen solltet. Diese Filme, ja, die bescheren auch heute noch dem einen oder anderen Erwachsenen einen fetten Kloß im Hals und die eine oder andere Dame an eurer Seite könnte hier immer noch ein Tränchen verdrücken. Deswegen nochmals meine persönliche Warnung, aufgrund der Altersfreigaben von 61266 auf keinen Fall eurem Kind alleine zu früh zeigen. Um welche Filme geht es heute? Ich habe mir, wie gesagt, 4 Filme rausgesucht. Wenn ihr noch andere Zeichentrickfilme in dieser Machart kennen solltet, die thematisch bedingt nicht unbedingt für Kinder geeignet sind, zu früh zumindest, dann lasst es mich mal in den Kommentaren wissen. Wir fangen an. Ich habe das sogar jetzt vom Release-Datum her sortiert. Mit dem Film Watership Down unten am Fluss. Und ich rede hier vom Originalfilm. Ich glaube, hiervon ist ja auch kürzlich, sage ich jetzt mal, ein neuer Film erschienen. Ein Remake oder sowas. Watership Down unten am Fluss, nicht zu verwechseln mit der Zeichentrickserie, wie hieß sie noch? Als die Tiere den Wald verließen, das hat nichts miteinander zu tun, auch wenn man eventuell so ein paar Parallelen ziehen könnte. Bei Watership Down, unten am Fluss, geht es um ein Hasenrudel, um angesiedelte Hasen, die irgendwo auf einem Feld in einem Park leben. Lasst mich mal gucken, ob das sogar da drin steht. Nö, wird jetzt nicht explizit genannt auf der Hülle. Also die leben halt irgendwo, sagen wir mal, die leben in einem Park auf einer Wiese, haben da ihre Bauten unterirdisch angelegt. Und ein junger Hase hat dann eine böse Vorahnung, dass der Frieden bald gestört wird, dass hier bald ganz, ganz schlimme Sachen passieren. Die berufen dann eine Audienz ein beim Oberhasen, der schon, ja, der sieht aus wie so von Starship Troopers, dieser Oberkäfer da. aber ist ja jetzt egal. Und das alles wird nicht ernst genommen und so beschließt dann ein bestimmter Teil dieses Hasenrudels, sich auf den Weg zu machen, um einen neuen Lebensort zu finden. Da gibt es schon die ersten ja, etwas härteren Szenen, sage ich mal, für einen Zeichentrickfilm ab 6 Jahren, als dann der harte Kern dieses Hasenrudels das mit Gewalt verhindern möchte, dass sich der andere Part des Rudels absetzt. Aber letztendlich machen sie sich auf ihren Weg und hinaus in die Abenteuer. Irgendwann kommt dann ein ziemlich mitgenommener Hase, im Laufe der Geschichte stößt er zu diesem Rudel dazu und erzählt dann, ja, es ist tatsächlich alles eingetreten. Plötzlich war ein Krach da auf der Wiese, alles ist eingebrochen und man sieht dann so, wie die Baggerschaufeln da alles ummähen und die Hasen mit erwischen, etc. pp. Also das Hasenrudel sucht sich dann einen neuen Raum, auf dem sie leben können, und währenddessen begegnen sie natürlich noch der ein oder anderen Tierrasse, aber hauptsächlich, und darum geht es auch in dem Film, andere Hasen, andere Rudel, die dann auch solche eigene, wie nennt man das, Lebensregeln und Verhaltensregeln haben, und mit denen gibt es dann Keilereien, die nicht jetzt ohne sind, sage ich mal, für FSK 6. Ja. Und im Grunde genommen würde ich sogar noch sagen, dass Watership Down von den 4, die ich jetzt hier vorstelle, der harmloseste Film ist. Also es ist jetzt nicht unbedingt alles super brutal oder geht so an die Nieren wie vielleicht die anderen 3 Filme, die gleich noch folgen werden. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, man muss sich vorstellen, das ist ab FSK 6 und hier sind schon ein paar schaurige Bilder dabei von irgendwelchen Hasen, die sehr böse und gefährlich gezeichnet sind, mit scharfen Zähnen, die andere Hasen und Tiere angreifen, attackieren, jagen wollen, töten wollen. Und das ist schon, es gibt natürlich auch noch andere Sachen in dem Film, die, aber man möchte ja nicht so viel spoilern. Aber wenn ihr es ruhig angehen wollt mit diesen Filmen, die an die Nieren gehen, dann könnt ihr mal Watership Down ausprobieren.
Wie gesagt, der war noch am harmlosesten. Aber nichtsdestotrotz könnte das ein oder andere Kind aufgrund der Zeichnung und das, was auf dem Bildschirm passiert, vielleicht doch ein bisschen ängstlich reagieren. Kommen wir jetzt zum höchst bewertesten Film der FSK. FSK ab 12 von Pedax Animation habe ich mir jetzt geholt. Die Hunde sind los. Im Original heißt es wohl The Black Dogs, also Blage Hunde. Mit dem Prädikat besonders wertvoll. In der Remastered ungekürzten Edition, so sieht das Ganze aus. Hatte ich mir dann ganz spontan noch mitbestellt. Hat jetzt vom Zeichenstil her den ältesten von den ganzen, obwohl er aus dem Jahr 1982 ist. Und Watership Down war aus dem Jahr 1978. Das hier geht so, also es ist schon eine Animation. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass es Stop-Motion oder so ist, aber es ist schon technisch nicht auf dem neuesten Stand. Also ich denke mal, da wäre 1982 mehr gegangen. Wir haben hier einen Labrador und einen Terrier. Das Ganze fängt in einem Versuchslabor an für Tiere und fängt dort auch schon sehr heftig an, indem ein Hund praktisch in ein Becken mit Wasser geschmissen wird und dann wird halt geschaut, wie lange hält der Hund in diesem Becken aus, bevor er aufgibt und ersäuft. Na, man sieht das im Prinzip auch, wie dann so ein lebloser Körper rausgezogen wird. Und ich glaube, er wird dann sogar aber reanimiert, um bereit gemacht zu werden zu können für den nächsten Test. Also das fängt schon richtig hart an. Wir sehen dann auch noch ein paar Affen in dem Labor. Und wie gesagt, eben diesen Labrador und diesen Terrier, die entschließen sich dann dazu, die Flucht zu ergreifen. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, was mit dem Labrador war. Kann ich jetzt, ist ja letztendlich auch egal. Letztendlich, ich könnte euch jetzt zu dem Terrier was erzählen, was für Versuche mit dem gemacht worden sind. Aber ich glaube, das hatte man erst so im letzten Drittel des Films erfahren. Deswegen möchte ich da jetzt eigentlich auch nichts spoilern. Auf jeden Fall hauen die beide ab aus dem Labor und wollen raus in die Freiheit. Beide sind natürlich so ein bisschen gebrandmarkt, ne, aus ihrem alten Leben. Also sie hatten da keine guten Erfahrungen, sind dann auch ins Labor gekommen und sie kennen halt keine gute Welt da draußen. Dementsprechend passieren auf ihrer Reise verschiedene Missgeschicke. Also die beiden wollen eigentlich nur ein schönes Leben führen, aber sie haben andere Vorstellungen von der Welt oder Vorstellung von der Welt, wie es früher mal war. Das führt zu den ein oder anderen Missverständnissen. Sie knüpfen Freundschaften, zeitlich begrenzte Freundschaften zu anderen Tieren. Das Versuchslabor wollte natürlich aus irgendeinem Grund vertuschen, dass diese zwei Hunde entkommen sind. Vielleicht wollten sie auch vertuschen, dass in diesem Labor Tierexperimente geführt werden. Auf jeden Fall setzen sie dann irgendwann das Gerücht in die Welt, dass die zwei Hunde die Pest hätten und dann werden die halt in den Nachrichten gezeigt, sie werden gejagt und das Ende auch super traurig. Das war schon wieder ein Film der härteren Art, gerade diese ganzen Situationen, wo zu Missverständnissen und dadurch komischen Situationen geführt haben. Boah, war schon nicht ohne, trotz der mäßigen Animation. Dann kommen wir zum dritten Film aus dem Jahr 1986. Den mag vielleicht der ein oder andere schon eher kennen. Wir haben hier Wenn der Wind weht, eine Geschichte um ein Rentnerpaar in Zeiten eines Atomkrieges. Freigegeben ist der auch ab 6 Jahren. Warum ist so ein Film freigegeben ab 6 Jahren? Ich weiß es nicht. Der Film spielt so Pi mal Daumen in den 80er Jahren, wird vermutet. Es wird kein genaues Datum genannt. Allerdings hieß es irgendwie mal vor, wann waren das? 40 Jahren oder so im alten Krieg. Also sie haben den Zweiten Weltkrieg oder so schon miterlebt. Also wird vermutet, dass das Ganze so in den 80er Jahren spielt. Wird es ein fiktives Geschehen wahrscheinlich. Im Grunde genommen geht es darum, dass der Bevölkerung mitgeteilt wird, dass ein Atomkrieg bevorstehen könnte und dass man doch diverse Schutzmaßnahmen betreffen sollte, um sich vor einem eventuell Atombombenniedergang
zu schützen. Dadurch werden politische Standardmaßnahmen getroffen. Es gibt Broschüren, wie man sich schützen soll, mit einem Bretterschutzwall vor atomarer Strahlung und so ein Quatsch halt. Und die zwei Rentner, die nehmen das alles Ganze sehr naiv auf. Sie glauben A, erstmal nicht wirklich dran, dass was passiert. B, sind sie irgendwie ja, abgehärtet dadurch, dass sie scheinbar den Zweiten Weltkrieg überstanden haben und was da alles so passiert ist. Drittens sind sie der Meinung, wenn sie die Vorgaben der Regierung befolgen, wird ihnen schon nichts passieren. Und so kommt es dann, wie es kommen muss. Die Atombombe fällt. Die beiden verstecken sich in ihrem gebauten, aus Holz gebauten Schutzbunker. Ihnen geht's gut, das Haus ist verwüstet. Sie beginnen dann langsam die ganzen Schäden so zu beseitigen, was das Ganze hinterlassen hat. Aber so nach und nach macht sich dann breit, was so eine atomare Strahlung verursacht halt. Und da fängt der Film halt an, echt bizarr, traurig, makaber zu werden für einen Zeichentrickfilm ab 6 Jahren. Hat schon den ein oder anderen, wie gesagt, ein Kloß im Hals stecken lassen. Ein sehr guter Film. Auch hier sind die Animationen jetzt nicht unbedingt auf dem neuesten Stand, aber thematisch und von der Umsetzung her ein absoluter Bombenfilm, im wahrsten Sinne des Wortes, muss man leider sagen. Den könnt ihr euch auf jeden Fall gerne mal anschauen. Aber wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie ein Kind mit 6 Jahren diesen Film verstehen soll. Und vor allen Dingen tue ich mich immer damit schwer, in Film ab 6 Jahren, wenn es um Tod geht, wie ein 6-jähriges Kind das verstehen und verarbeiten soll. Das kritisiere ich immer wieder aufs Neue. Und zu guter Letzt aus dem Jahr 1988, auch freigegeben ab 6 Jahren. Das ist unglaublich. Die letzten Glühwürmchen, ein bekannter Anime-Film. Den habe ich jetzt hier in so einer Edition. Man sieht auch jetzt nicht wirklich was. Nee. Dort geht es um einen Jungen und ein Mädchen, Bruder und Schwester, die mit den Folgen, ja, ich glaube, des Zweiten Weltkrieges in Japan zu kämpfen haben. Ich glaube, die ganze Stadt wird zerstört. Ich glaube, die Mutter ist gestorben. Die beiden müssen jetzt alleine klarkommen. Der Vater ist irgendwo noch, vielleicht ist er auch im Krieg. Ich weiß es nicht mehr genau, die letzte Sichtung ist ein bisschen her. Der Bruder kümmert sich um die Schwester. Die beiden machen sich auf den Weg zur Verwandtschaft. Die ganzen Städte sind zerbombt, die Lebensmittel werden knapp, jeder denkt nur an sich. So auch die Verwandtschaft dann, die den beiden dann immer weniger zu essen gibt und die beiden eher als Klotz am Bein sieht, anstatt als Verwandtschaft, den man unter die Arme greift. Also beschließen die beiden jetzt für sich selbst zu sorgen, verschwinden da, suchen sich da irgend so einen Bunker. Und ja, dass es für zwei Kinder im jungen Alter nicht leicht ist, sich selbst zu versorgen, das dürfte jedem klar sein. Dementsprechend nimmt auch hier der Film noch sehr, sehr traurige Handlungen, kommen in dem Film traurige Handlungen natürlich dementsprechend dann vor. Kann man sich ja dann denken, dass das meistens nicht gut ausgeht. Das heißt jetzt nicht, dass es in dem Film nicht gut ausgeht. Vielleicht geht es ja auch gut aus, vielleicht auch nicht. Aber auch hier schon wieder einiges an Tod zu sehen, an Tod und grausamen Taten. Dass ich auch hier sagen würde, FSK 6, nee, geht nicht. Ist also 12, wenn der Wind weht und die letzten Glühwürmchen müssten für mich mindestens ab 12 sein. Wir wissen ja, dass heutzutage die 12-Jährigen meistens ein bisschen weiter sind als bei uns damals vor 30 Jahren. Na, behauptet man ja auch. Ich weiß nicht, ob sie geistig weiter sind, aber so was das Ganze drumrum ran, die ganze drumrum so angeht, dann sind die schon ein bisschen anders als wir damals vor 30 Jahren. Ich würd sowas nicht einem Kind mit 6 Jahren zeigen. 6 Jahren, das ist Einschulung. Vielleicht noch, keine Ahnung, Ende des Kindergartens. Da würde ich nie so einen Film einem 6-jährigen Kind zeigen. Selbst wenn ich dabei bin. Ich weiß auch nicht mal, ob so eine Art von Film ein 6-jähriges Kind interessieren würde, weil es ist ja für ein Kind aus Kinderaugensicht langweilig, außer dass es ein Animations- oder Zeichentrickfilm ist. Das, was darin passiert, ist ja eigentlich für ein 6-jähriges Kind langweilig. Würde ich jetzt mal vermuten. Wie ihr das seht, haut ihr natürlich unten in die Kommentare. Aber wie gesagt, ich zeige es nochmal.
Watership Down, unten am Fluss. Die Hunde sind los. Wenn der Wind seht, wenn der Wind weht und die letzten Glühwürmchen, zeigt die nicht allein euren 6-jährigen Kindern. Wenn, seid auf jeden Fall dabei, um dem Kind direkt Frage und Antwort geben zu können. Oder die Antworten auf die Fragen geben zu können. Aber ihr selbst müsst es wissen, wie weit sind eure Kinder, um das alles verarbeiten zu können. Wie nehmen sie das Ganze auf? Und dementsprechend allerdings auch einen Blick für euch wert. Ne? Also wenn ihr ein paar Euros zu viel habt, leiht euch so einen Film mal aus, kauft ihn euch vielleicht blind und dann werdet ihr es ja sehen. Wenn ihr die Filme schon kennt oder den einen oder anderen davon, haut ihr das natürlich auch unten in die Kommentare rein. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann in einem der nächsten Videos. Macht's gut.